Hallo, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Stream hier mit Fortnite Battle Royale und ja, mal schauen, ob ich heute ein bisschen ja erfolgreicher unterwegs bin als Bleiente oder auch Tontaube. Habe ich mich ja ganz gut gemacht die Zeit. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht ein bisschen besser auf den Gegner eingehen können im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ich spiele 50 gegen 50, da zurzeit so aus meinem Dunstkreis hier keiner da ist, werde ich jetzt erstmal 50-50 Solo beitreten. Und ja, schauen wir mal, was es bringt. Vor allem, da ist ja jetzt eigentlich so die ersten Male bei mir ist, oder das erste Mal eigentlich, ne, die ersten, erste Mal nicht, aber zumindest eine der wenigen Male, wo ich mal so ohne, nennen wir es mal, Anleitung unterwegs bin. Schauen wir mal. Die Spannung steigt. Und daneben, daneben. Was liegt denn da? Juhu. So, wo steigen wir denn aus? Glaube, ich habe da schon eine Idee. Ich werde mir heute mal Tomato Town vornehmen. Das ist, glaube ich, eine super Idee. Jetzt zwar nicht so immens viel, aber zu holen, aber zumindest es sind hier auch meistens nicht ganz so viele unterwegs. Da ist noch. Ja, kann man auch noch mitnehmen, komm. Ein Gewehr, zwei Gewehr, drei Gewehr. Oh, hier war schon einer. Aber das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch noch mit hier. Ah, komm. So, die Moon nehmen wir auch noch mit und dann, ja, ich habe noch nicht allzu viel Schild gefunden, muss ich sagen, ne? So, dann gehen wir mal Richtung Zone. Wir sind ja nah dran, das ist ja das Schöne. Du denn? Freu nicht. Was ich brauche ist Munition. Da, da, da.
So, dann sliden wir mal hier runter. Oh, Lucky. Oh, was? Verdammt, da ist gar nichts drin. Old zu mir. Heute muss ich ja selber bauen. Ein Apfel. Wollte ihn gar nicht wegmachen. Einmal zu viel drauf gekloppt. Mal, brennen die alle rum hier? Keiner zu sehen hier. Da drin. Ein Salbensturmgewehr. Das habe ich, glaube ich, schon. Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen Schlürfsaft oder irgendwas, ey. Ich habe noch nichts davon. Mal gucken, ob die da drüben irgendwas übergelassen haben. Kann ja mal sein. Hätte ja mal sein können wollen. Na gut, dann eben nicht. Müssen wir jetzt eben ganz piano hier ins Pirsch. Dass wir nichts abkriegen hier. So, unsere Jungs sind ja auch da schon am Haus unterwegs und aber ich sehr hält sich das momentan noch sehr, sehr die Waage. Mit den Abschüssen hier. Was? Weg. Ein Salvensturmgewehr in Lila, das nehme ich doch glatt. Was? Du denn?
Ich hänge voll fest, ey. Ich hänge wieder voll fest, Mann. Ja, Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Cool. Das hätte ich dann gerne. Guck mal, da habe ich auch richtig Moon für. Oh. So. Da, 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 da. Alles geplündert hier. Sind die alle? Wow. Da zum Beispiel, hinter mir. Ja. Na gut. Na gut, dann halt noch mal. Da. Dann halt noch mal, Mann. So, womit wir wieder bei Tontaube gewesen wären. Zumindest jetzt eben gerade. Ja, mal schauen. Munitionsbehälter durchsuchen habe ich zumindest schon mal einen hingekriegt und ich glaube, ich werde jetzt mal etwas an einer etwas sinnvolleren Stelle aussteigen. Da, 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 da. Hoppala. So ist das. So, wo geht's denn jetzt runter? Tomato kann mich mal. Fields. Fields ist super. Fields nehmen wir. Oder? Naja. Fields ist gut. Ich breche ab, ich fliege hier hin. Weil es scheint noch so weit keiner zu sein. So, Schlürfsaft. War super. Zu mir, Moon, zu mir, nehme ich. Aus hier. Ach so, da ist noch so eine Kiste. Nehmen wir auch noch mit. Noch eine Munitionskiste durchsucht.
Ist als wenn wir erstmal Schild auf Vordermann bringen hier. Eins und noch eins. So, weiter geht's. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich haben. Mit. Einmal raus hier. Ei. Ach, verdammt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nur hier rein. Brauche ich nicht. War ich hier schon? Nö. Die mit. So, jetzt sollte ich mal so langsam aber sicher mich ein bisschen bewegen. Habe noch ein bisschen Weg vor mir, bis ich in der Zone bin. So, auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein Gewehr mit Zielfernrohr extra für mich, damit ich meine Quest abschließen kann. So, dann wollen wir ein bisschen sortieren. Du nach da, du nach da, du nach da. Ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Ein Riss, Yahoo, Yahoo, nix wie nice, Yahoo. So, einmal bei Tilted vorbeischauen hier. Hier haben sie irgendwie schon sehr ausgiebig, was macht er denn da? Schon sehr ausgiebig gebaut.
Mann, ist hier was los? Ist ja irre. Boah. Na, wie die eigenen Leute hier rumballern. Ab und zu mal umschauen. Kann nicht verkehrt sein. Noch 17 Gegner. Hallo, Herr. Oh. Nicht so gut. Glaube nicht, dass das so gesund ist. Mein Schild ist nämlich schon weg. So. Weil da irgendwas nämlich auf mich bollert. So, und dann. Alter, da oben. Da oben auf dem Berg. Von hinten. Ah. Nix starke. Na gut. Was ist das? Was zum Geier, Alter? Krass bunt. Okay. Ja, ich bringe es jetzt nicht weiter hier. Auf zur nächsten Runde. So. Hier ist schon die Tontaube hat wieder zugeschlagen. Bin mal gespannt. Ich bin mal schwer gespannt, ob sich das heute Abend noch ändern tut. Ja, wie gesagt, ich bin ja relativ neu in Fortnite oder frisch in Fortnite unterwegs, was man unschwer sieht. Man muss natürlich erstmal ein bisschen reinkommen in das Ganze und so, aber ja, dieses absolute aufs Auge kriegen, das ist natürlich immer so eine sehr, sehr deprimierende Sache, um es mal so auszudrücken. Aber ich denke mal, es gehört A dazu, ganz zu Anfang vor allem. Man muss sich ja so ein bisschen mit der ganzen Sache abfinden und mal so ein bisschen reinfinden in das Ganze. Das Problem ist halt auch, ich bin momentan ja nicht at home. So, was wiederum bedeutet,
Ich spiele auf einer relativ kleinen Screen. Da sehe ich natürlich jetzt die Gegner auch nicht so perfekt. Wie ich sie jetzt zum Beispiel auf meinem etwas größeren heimischen, was hat der? 49 Zoll, glaube ich, sehen würde. Da wird man natürlich ein bisschen mehr mitbekommen. Also, normalerweise. Die Frage ist natürlich, ob ich mehr mitbekommen würde, aber. Eine Moonkiste, noch keine Kiste gefunden. Wo sind die? So, zumindest schon mal wieder ein Gewehr. Und Rucksack voll, sagt er. Nee, lieber das. Das ist besser. So, der hat Schlürfsaft gefunden und schlürft sich den auch gerade rein. Ich noch nicht, deswegen werde ich jetzt noch mal da hinten zu den Häuschen laufen. Mal gucken, was es da noch so gibt. Lalala. Ah, ich bin davon überzeugt, hier gibt es einiges. Aber nicht mehr lange, wenn ich so weitermache. So. So, sollte für immer eben die. Ah ja, so ist besser. Die DPI wieder ein bisschen höher stellen. Ich bleibe mich ständig hier an meinem Leppi hängen, irgendwie. Ah, guck mal, das da. Und. Quatsch. Da, oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Das hau ich mir weg. Das aufzubewahren als Rettungsanker ist, glaube ich, unnötig. So schnell wie ich umfalle. Pumpgun wieder nehmen und weiter im Text. So. Nix wie weg hier. So, jetzt kommen wir natürlich wieder sehr nah an die Zone ran. Da hinten rennt auch schon ein Feind, wie es her. Also, ob der mich hat rennen sehen. Ich renne mal hier in diese Richtung.
bisschen Holz mitnehmen hier auf dem Weg noch. Weise sieht wenigstens keiner, dass hier sich was tut, wenn ich mich da so ein bisschen zurückhalte. Wo ist eigentlich die Zone? Oh! Alter Vater, ey. Da noch ein Stück vor uns jetzt. Krass, 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 krass. So, das heißt Metern, Metern, Metern. Nicht mal in der Nähe davon. Der Sturm wird langsam schon kleiner. Ja, das Problem ist, der holt auf, ne? Der holt echt auf. Das ist meistens. So schnell kannst du gar nicht zittern, wie du hier rennen musst eigentlich. Lassen sich hier noch Zeit. Noch ganz gemütlich hier Bäumchen fällen, unglaublich. So langsam zieht sich hier das Netz zu, immer. Da hoch und dann direkt drauf zu. Zack. Ja, viele Gegner hier. Hammer, hammer. Willst du da noch machen, ey? Im Sturm draufgehen war aber jetzt keine Option. Dann lieber im Feuer untergehen. Na gut. Wieder einmal die Tontaube.
Denn da? Ach, der ist in Fortnite unterwegs. Okay. Der spielt PvE. Der da ruhig ist. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen galanter absteigen hier. Mal gucken. Mal gucken, wo die Zone sich breit macht. Und entsprechend da will ich dann raushüpfen. Battlefields, so die Springs, mal gucken. Oder das die. Ja, nicht ganz 50 gegen 50 irgendwie, ne? Ja, ich glaube, da gehen sehr viele zu Dusty. Okay. Genau, beim Berg. Doof. Doof, doof, doof. Dann gehen wir Tomato. Einmal Tomato, bitte. Schnappi, schnappi. Nimm das. No Drinks. Hier war nichts drin. Da ist Moon. Ab nach oben. Na, also. Rucksack voll schon, meine Fresse. So. Was habe ich doch schon? Ein Salvensturmgewehr habe ich bereits. Noch eins brauche ich nicht. Mindestens nicht noch ein graues. Hallo, achso. Die hat schon. So, einmal besser als nichts. Eine Pumpgun. So, und diesmal wird das ein bisschen flüssiger. Diesmal läuft. Diesmal fließt nicht mein Blut, diesmal lassen wir Blut fließen. Ich habe das jetzt einfach mal so beschlossen. In der Beschlussfassung vom so und so vielten, also ungefähr heute. Sag ich das einfach mal.
Sehr, sehr geplündert hier. Okay, nichts wie weg. Damit hier wird es ja wohl noch irgendwo was zum Schlürfen geben. Naja. Besser so wie gar nichts. Das ist eigentlich auch eine recht trickreiche Sache, die Bäume nicht verschwinden zu lassen. Die Weise sieht man vom Weiten oder sehen die Gegner vom Weiten nicht so schnell, dass man hier ist. Falter. Haben ja was gebaut. Oberkrass, Mann. Oberkrass. Voll die fette Festung. Uiuiui. Na hoch, Mann. So. Ich glaube, wir gehen mal lieber wieder runter.
Das ist, glaube ich, bei weitem gesünder. Wenn da oben abgeschossen wird, dann bist du nämlich direkt weg vom Fenster. Kannst du dich direkt einrahmen. Hey. Ah, Mann, 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 Mann. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Na gut. Es war ein Versuch. Jo, dann gehen wir hier wieder raus. Ich würde sagen, eine Runde werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann gucken wir mal, wie der Abend hier so weitergeht. So, einmal zurück zur Lobby. Die nächste Runde. Ich glaube, das anschließende Video, ich stelle jeden Stream rein bei YouTube, das anschließende Video kann ich dann wahrscheinlich hier nennen, nur aufs Auge oder so. Das ist so ungefähr das, was es hier gab, nämlich nur aufs Auge. Ja, da musst du durch. Ist einfach. Die Scheiße, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber letzten Endes, jo, gehört das vielleicht nicht in der Häufigkeit, aber irgendwo doch dazu. Immer pleasant runter. Juhu, wusch. Aber nicht.
Mal mit. Mal mit. Nehmen wir mit. So, gucken, was wir hier noch so haben. Habe ich eigentlich meine eine Munitionskiste inzwischen bekommen oder nicht? Glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, wenn ich jetzt gleich noch irgendwo eine Moonkiste hier finde, dann sollte ich die vielleicht mal öffnen. Dann hätte ich wenigstens eine Quest fertig gemacht heute. Was zwar nicht der Oberburner ist hier, aber zumindest ja, zumindest eine Sache erledigt. Brauche ich nicht. Zack. Egal, lass uns mal schon mal in die richtige, passende Richtung gehen. Da kommt ja auch noch was Hausmäßiges im Weg. Das können wir dann auch noch eben aufmachen. Trank hat es noch nicht gegeben. Diese Kiste, die ist aber schon offen. Da, die ist offen. Die ist sowas von offen. Jetzt gemacht. Den Mond von der Terrasse sammeln. Noch nach oben eine Moonkiste mitnehmen. So, siehst du, haben wir die Quest nämlich auch geschafft. Oh, jede Menge Munition, nur nicht für das, was ich brauche. Säftchen, das brauche ich. Komm her. Ein kleiner. So, jetzt mal. Einer. Noch einer und noch einer geht eh nicht. Deswegen wer wieder nehmen. Und weiter im Text. Da sehe ich gerade was. Da sehe ich doch gerade was. Das kann ich mir sowas von schenken. Das kann ich mir auch sowas von schenken. So. Kann habe ich schon. Ach so, komm, weg hier. Wird wahrscheinlich wieder ein ganzes Stück zu laufen haben. Ach du Liebe. Gibt es den Golfkart oder so? Oh, ich bin so tot. Ich bin so tot, ne? Oder ein Riss. Ein Riss finden würde, dann würde es auch noch gehen, eventuell. Irgendwo einer? Ist hier ein Riss?
Da ganz hinten hat schon eine Festung gebaut. Uiuiui. Uiuiui. Oh je. Nimmer. Oh, jetzt. Lass mich da hoch, Mann. Schlimm. Gucken, rennt bei Tilted ein Gegner rum oder so? Den tue ich im Moment keinen. Dennoch nähert sich hinter mir so langsam, aber sicher der Sturm. Das kann ungesund, sehr ungesund sein. Naja, wir werden sehen. Aber auch keinen Riss oder so gesehen, wo ich mal so hätte reinspringen können oder was. Nix da. Wolfkart auch nicht. War schon fleißig gebaut worden. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht wieder Hollens blind in die Gegner reinlaufen. Einfach nur Panik bringt nämlich auch nichts. Alter, wie sieht's denn da aus? Unsere? Nochmal unsere. Der Sturm kommt näher. Wo? Was hat mich da gerade getroffen, glaube ich? Lüfthaft. Nehme ich. Schnell wegsaufen, Alter! Oh, da oben. Oben drauf, ey.
Türen her? Na gut. Na gut, na gut. Womit wir wieder beim Thema wären. Na gut, na gut. So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden uns jetzt mal eben dieses Gefecht einmal bis zum Ende anschauen. Ist ja nicht mehr lang hin. Und im Anschluss dann bestenfalls etwas anderes tun. Denn ich habe heute wieder so schön auf Auge gekriegt hier, dass mir jetzt irgendwie der Sinn nach etwas weniger invasiven steht. Möchte mal kein Blei mehr fressen. Der Desi ist da. Ein zum Gruße erstmal, du. Na, wie ist bei dir? Alles gut? Schön durchgegrillt. Du bist verwirrt. Was verwirrt dich daran? Ich habe mich davon überzeugen lassen. Oder dazu überreden lassen vielmehr. Und ja, ich sag mal so. Auch wenn ich jetzt hier sehr, sehr viel kassiert habe, gewöhne ich mich langsam aber sicher so ein bisschen an die Steuerung. Und ich denke mal, das ist so der erste Schritt zu nicht mehr ständig umfallen, aber im Moment kann ich das noch ganz gut. Das heißt, im Moment bin ich noch sehr, wie drücke ich das jetzt mal aus? Sehr, 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 sehr tontaube. Wo ist das nun mal? Tontaube Yeshio. Und ja, ich denke mal hier nach, soweit dieses Match jetzt gleich hier rum ist, ich werde mir das jetzt auf jeden Fall noch so kurz bis zum Ende anschauen, dass wir wenigstens mal ein Ende gesehen haben. Wie auch immer das Ende aussieht. Wahrscheinlich sehr negativ für uns, aber das macht nichts. Dann halt so. Und dann werde ich nach einer kurzen Umschwenkaktion wahrscheinlich dann nochmal Minecraft anmachen oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du da auch ob du vielleicht noch ein bisschen deinen PC bemühen möchtest. Wow. Mal ein bisschen leiser machen da oben. Ja, dann wollen wir mal hier raus zur Lobby. Ja. So, ich werde mich jetzt an dieser schönen Stelle hier verabschieden und wünsche euch allen, die gleich nicht mehr einschalten bei Minecraft, wünsche ich einen wunderschönen restlichen Abend.